Consumes cast? What the heck? Die Casts sind jede einmal Single Use. Das ist nicht wahr. Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge, glaube ich, vom Minecraft Age of Engineering. Und wie letztes Mal versprochen, ist die Smeltery jetzt fertig. So, Controller leuchtet wieder, wir können wieder reinklicken. Wir haben Platz für 144 Ingots. Und wir müssen jetzt irgendwie die Casts machen. Cast. So. Kriegen wir eigentlich nicht so ein Smeltery-Buch? Eigentlich? Weil wir müssen ja irgendwie diese diese kleinen Teile machen. Gold, Brass. Brass. Was ist denn Brass, bitte? Consumes cast? What the heck? Die Casts sind jede einmal Single Use. Das ist nicht wahr. Okay. Das ist übel. Tinker. Wir müssen nämlich jetzt erstmal noch ein paar Tische bauen. Fällt mir gerade so ein. Sonst kommen wir ja gar nicht an diese verschiedenen Werkzeuge. Muss ich gerade mal gucken. Eine Crafting Station, ein Stencil Table, ein Pattern-Dings. Okay, warte. Wir fangen vorne an und enden am Ende. So. Also Stencils brauchen wir eigentlich ein paar. Also was haben wir gesagt? Wir gehen, lassen zwei Platz für die Wand und dann können wir den da hinsetzen. Okay. Gut, einen Pattern Table brauchen wir glaube ich noch. Ja, einer reicht. Das sind alles Stencil Table. Hier. Part Builder, ein Holzstamm, haben wir natürlich alle vermurkst. Müssen wir gerade mal holen. So. Gut, Holzstamm haben wir. Eine Pattern und ein Holzstamm. Das ist der Part Builder. Ah, okay. Das war der. Und dann gibt es da, glaube ich, noch einen. Oder auch nicht. Tool Station. Crafting Table und eine Pattern. Das machen wir auch noch. Wobei ich nicht mehr weiß, was wir damit... Ah, okay, der ist zum Leveln.
Gut, also. Und dann machen wir hier mal ein Dings da. Und zwar für eine Spitzhacke, würde ich mal sagen. So, und dann muss ich da irgendwas reinlegen. Denke ich mal erstmal aus Flint. Flint Pickaxe Head. Der kann bis Eisen abbauen, das ist schon mal gut. Eine Pattern Chest brauchen wir noch. Ne, wie heißt das hier? Part Chest. Okay, eine Kiste, eine blanke. Okay. Eine blanke Pattern, zwei Sticks und eine Kiste. Das funktioniert gar nicht. Also machen wir das so. Hard Chest. Ach so. Das ist was anderes. Wie ich dachte. Pattern. Ja, Pattern Chest. Ich wusste doch, dass es das gibt. Ist aber auch eigentlich cool. Ein Part Chest. Pattern Chest war ne, entweder so oder anders, aber wir nehmen einfach das hier. So, wir brauchen noch einen. Welchen brauchen wir denn? Tool Rod müssen wir noch machen. Dann ein Hammer. Nehmen wir einfach mal. So, und jetzt weiß ich nicht, ob das dieses ist. Ich glaube, das war dieser. Dann machen wir mal zwei gleich davon. So, jetzt brauchen wir den hier noch. Zu wenig Flint. Verdammt! Da ist noch Krabbel. Krabbel! Gib mir Flint! Keine Schaufel mehr. So, gucken wir mal, ob das schon reicht. 9. So, und Binding kriegt man 1. So, Spitzhackchen. Ein Binding, ein Rod und eine Spitzhacke. Jawohl. Ist jetzt noch nicht so overpowered. Wenn in mein Hand. Okay, also jetzt für den hier. Was brauchen wir denn dafür? Ich habe keine Ahnung. Oh, schon wieder dunkel. Hey Mann. Gut, ja, was sollen wir jetzt machen? Müssen wir eigentlich gleich mal ein bisschen meinen gehen. Was braucht man denn für den
Hammer. Ich habe gar kein Tinkers Buch. Oder? Materials sind so. Ist da drin Tinkers? Tinkers. Ah ja. Brauch nur ein Flint. Jawohl. Ja, der Hammer wäre ja natürlich viel cooler, wenn wir den gleich bauen könnten. Ich weiß gar nicht, wie man den Hammer bauen können. Wo kann ich denn? Hier irgendwie so, Moment, ja, das ist jetzt eben die Frage. Was zählt er? Warum kann ich keinen Hammer bauen? Schade. Haben wir uns ganz leicht ein bisschen was Falsches produziert. Egal. So, wir gehen jetzt mal ein bisschen meinen. Gehen wir einfach runter zu unserem Portal. Wir haben eine Gravel-Spitzhacke, eine Flintstone-Spitzhacke. Damit sollten wir eine gewisse Strecke zurücklegen können. Einfach mal ein bisschen nach vorne und dann buddeln wir uns runter. Ja. Wir müssen auf jeden Fall auch nach Lava gucken, sonst bringt uns nämlich unsere Smeltery gar nichts. Und ja. Also gut, schnell ist die Spitzhacke eigentlich. Kann man lassen. Und ich kann auch ein bisschen was. Die ist nicht so schlecht. Aber geht halt schnell kaputt. Was baue ich denn hier eigentlich ab? Tin. Tin ist gut. War es zumindest früher mal. Inwieweit wir das hier brauchen, weiß ich noch gar nicht. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall mal Reparature.
Ja, jetzt wäre natürlich gut gewesen, wenn wir diese Reparaturstation mitgenommen hätten. So, ich werde offline ein bisschen meinen. Wir brauchen einen Haufen Ressourcen für die Treppe, für unser Haus, für alles Mögliche. Und wenn ich das nur mit euch mache, dann kommen wir da nie vorwärts. Deshalb, achso, Moment, Reparatur hier. Den hier. Achso, nee, nicht, hä? Hier. Das da und zwei Flints. Ach, nur bloß einen. Ich glaube, ich nehme den mal mit. Reparieren werden wir öfter müssen. Hoffentlich finden wir auch genug Flint. Und in der nächsten Folge werden wir, ich weiß noch gar nicht, was machen. Die Casts müssen wir noch machen, auf jeden Fall. Levelt das Werkzeug eigentlich? Durability nur 54, warum denn das? Ja, zumindest gibt es hier wieder Flint. Das ist schon mal gut, dann können wir auf jeden Fall noch Werkzeug machen. Hier zum Vorwärtskommen ist es natürlich mal wieder suboptimal, weil uns der Gravel dann immer durch vor die Füße fliegt. Aber ich nutze das mal auch, um hier zu gucken, was da in der Gegend rumliegt. Labaster sieht ganz schön aus, kann man wahrscheinlich gut nutzen als Baustoff. Schon wieder kaputt. Zum Glück haben wir diesen Tischstamm mitgenommen. Generell plus 54 Durability ist ein bisschen wenig. Und diese XP gibt es nicht, so wie wir das früher auf dem Server hatten. Schade. War nämlich ein cooles Addon. Das hieß Tinkers. Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Aber es war auf jeden Fall sehr nice. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie hoch wir müssen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Genau so. So, nee, dann muss aber die Fackel da hoch. So, also, Mining geht weiter. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat.
Lasst einen Daumen nach oben da, Like oder Abo, was auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.